Ich danke euch auf jeden Fall. Wir haben jetzt die 130 gerade geknackt. Ich danke euch für euer zahlreiches Erscheinen. Ich freue mich total, dass das heute Abend so viel Interesse hervorruft. Und ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Gruppen, die sich mit dem Thema Zucht und Resistenzzucht beschäftigen. Und heute hören wir ein bisschen was von Backfast Süd, wie das da so vor sich gegangen ist. Chris wird erzählen von den Erfahrungen von diesem Jahr. Und auch direkt schon mal ein Terminhinweis für den Oktober. Dort kommt nämlich dann endlich das ursprünglich zweite Meeting, das ja von Mike Bante von der AGT gehalten werden sollte. Und Mike ist ja wegen Krankheit ausgefallen. Das wird aber am 17. Oktober nachgeholt. Werden wir euch natürlich auch rechtzeitig noch im E-Mail-Verteiler dann schreiben. Und ansonsten freue ich mich sehr auf Chris heute Abend. Ich finde das total super, dass du das machst und Bühne frei. Ja, vielen Dank, Marie. Teile kurz die Präsentation noch. Wird schon freigegeben. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, schönen guten Abend an alle. Ich bin da heute eingesprungen. Wir hatten dieses Jahr bei Backfast Süd eine besondere Situation, da möchte ich euch davon erzählen. Ich möchte vorneweg gleich sagen, das ist jetzt kein Vortrag, wo ich erklären möchte, wie man Varroa-Resistenz züchtet. Ich denke, da sind andere hier weitaus erfahrener und es soll jetzt auch kein Rezept sein, wo ich sage, das ist das Richtige oder das ist der einzigste Weg. Ich denke, da gibt es viele Wege. Das muss vielleicht jeder ein bisschen auf seine Gruppe oder auf seinen Verband oder seinen Verein anpassen. Das ist einfach so, wie wir es dieses Jahr gemacht haben. Zum einen, weil es einen Weg gibt, den wir gut finden. Zum anderen, weil wir aus einer Situation raus einfach vielleicht das eine oder andere Mal einfach keine andere Chance oder Option hatten. Also, wir hatten dieses Jahr die Situation, dass das Vorgängerprojekt ausgelaufen ist, schon vor über einem Jahr und es sich dann Ende letzten Jahres herausgestellt hat, dass es auch so in der Art und Weise nicht mehr weitergeführt werden kann. Das heißt, wir mussten da relativ schnell über den Winter handeln und uns irgendwas ausdenken, wie wir da weitermachen. Die Grundlage war, wir hatten ein paar Leute, die im Vorgängerprojekt schon mit dabei waren und da schon seit vielen, vielen Jahren ja, Varroa-Resistenz züchten, da auch schon sehr gute Erfolge hatten und es war schon mal so ein Grundstock an Material da im Projekt. Und zum einen der Matthias Arndt, der ja mit in Baden-Württemberg einer der ersten war, die vor vielen Jahren schon mit Varroa-Resistenzzucht angefangen haben. Daniel Pfaut war mit dabei und andere, die bei ZB teil waren und mitgemacht haben. Und da war einfach die Idee, zuerst mal müssen wir gucken, dass das Material, was da ist, was auch schon eine gewisse Resistenz gezeigt hat, dass das nicht ja, wieder verloren geht. Das heißt, wenn man so einen Grundstock hat an Varroa-Resistenz, dann muss man da jedes Jahr dran arbeiten und gucken, dass man im Merkmal bleibt, weil es ansonsten verwässert und dann hat man vielleicht in ein paar Jahren dann wieder zwar eine gute Backfassbiene vielleicht, aber ja, die ganze Arbeit, die man all die Jahre gemacht hat, wäre umsonst gewesen, das Geld, das man reingesteckt hat, wäre umsonst gewesen und die Zeit, die man investiert hat, wäre umsonst gewesen. Also, wir mussten irgendwas tun. Und wir haben dem Kind einfach mal so schnell einen Namen gegeben. Das ist unser VRB-Projekt, weil es in dieser Resistenzprojektgeschichte ja nicht schon genug Abkürzungen gibt, haben wir gesagt, wir nennen das einfach mal schnell VRB-Projekt, was für Varroa-resistente Biene steht. Und ja, das Schwerpunkt soll auf VSH sein. Und wir wollen aber auch ein bisschen links und rechts gucken, was gibt es da sonst noch. Ja, da auch schauen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder nicht.
Wir haben ja so eine Frage, die uns umtreibt in der Buckfast-Community und wahrscheinlich auch in anderen Züchterkreisen. Das ist, was würde Bruder Adam heute machen, wenn er heute noch leben würde, wenn er heute noch züchten würde, wenn er die Möglichkeiten hätte, die wir haben, wenn er das Wissen hätte, das wir haben, in Sachen Milben- und Varroa-Resistenz, würde er dann einfach weiter behandeln, und Säuren, in die Völker kippen, oder würde er auch versuchen, einen züchterischen Weg, ja, gegen die Varroa-Milbe und die mit einhergehenden Krankheiten und Viren zu finden. Vor einigen Jahren gab es die erste Arbeitstagung in Pfalzhöchheim. Seither kamen eigentlich viele Anfragen an uns. Ja, wie kann ich mitmachen? Woher kriege ich Varroa-resistente Bienen? Und leider war es immer so, dass die Antwort, die ich geben konnte, war einfach nur, du musst sie dir selber machen. Du musst halt gucken, wo du Leute findest, mit denen du das machen kannst. Das war mir immer nicht genug. Ich wusste, dass es Leute gibt, die das haben. Ich habe auch gesagt, wir haben hier im Verband ein Projekt. Es ist so, dass man die Bienen nicht kaufen kann. Bis heute eigentlich noch nicht wirklich. Und alles, was es so draußen gab, was unter Varroa-resistenter Biene angeboten wurde, war meiner Meinung nach jetzt nicht sonderlich seriös. Also man musste es selber machen. Und leider gab es da jetzt keine wirklich guten Anleitungen oder einheitlichen Anleitungen. Es gab hier ein bisschen was. Es gibt zwei, drei gute Bücher, auf die man verweisen kann. Aber so einheitliche, ja, Sachen gab es da noch nicht. Und deshalb haben wir als Verband gesagt, wir müssen da jetzt auch ein bisschen was machen, müssen die Leute ein bisschen ausbilden, müssen gucken, dass die Leute an Möglichkeiten kommen, dass sie vorselektiertes Material haben, und ja, die einfach ein bisschen mitnehmen und eine Anlaufstelle sein für die Leute, die sich dafür interessieren und die ernsthaft an der Varroa-Resistenz der Bienen arbeiten wollen. Das Projekt Varroa-Resistenz 2033 beruht ja auf drei Säulen. Zum Teil sagen wir im Projekt auch immer, es sind vier Säulen. Es ist zum einen die Bildung und Kommunikation. Dann gibt es die biotechnischen Maßnahmen zur Varroa-Bekämpfung und auch, ja, so ein kleines bisschen Selektion. Es gibt die Basiszucht, und wir als Zuchtverband von Baden-Württemberg haben gesagt, wir möchten uns da ganz, ganz stark im Thema Zucht beteiligen und die Sache Zucht voranbringen. Ich werde jetzt ganz häufig wahrscheinlich heute Abend das Kürzel VSH verwenden, für alle, die das noch nicht wissen. Ich mag nicht allzu weit ausholen, aber VSH heißt Varroa-sensitive Hygiene und ist ein Merkmal bei Honigbienen, ja, ein hygienisches Merkmal, wo quasi die Bienen die Varroa-Milbe erkennen und die Brut ausräumen. Also so eine Art Nestreinigung, kann man so ein bisschen sagen. Und das Ganze ist genetisch vererbbar, solange er innerhalb des Merkmals bleibt. Und es gibt ein paar Sachen, die wir noch nicht so genau wissen. Da muss noch sehr stark geforscht werden. Aber trotzdem sind wir heute schon teilweise so weit, dass wir da sehr, sehr weit kommen. Und solange wir da in diesem VSH-Merkmal bleiben, können wir da auch sehr große Schritte innerhalb von wenigen Jahren tätigen. Also, dann haben wir gesagt, wir machen da so ein Projekt. Jetzt ist Baden-Württemberg aber sehr, sehr groß, unser Bundesland, und man hat da immer sehr, sehr weite Fahrtwege, und das war uns also von anderen Aktionen und Schulungen halt auch schon bewusst, dass man da nicht irgendwie ein Projekt machen kann und sagt, wir treffen uns hier und da, und das würde dazu führen, dass wir nur einen sehr, sehr kleinen Kreis an Leuten ansprechen, die bereit sind,
so weite Wege zurückzulegen. Und gezüchtet wird ja immer zu Hause oder am eigenen Bienenstand. Und deshalb wollten wir da einfach das den Leuten sehr, sehr einfach machen und haben gesagt, wieso schließt ihr euch nicht vor Ort zusammen? Weil wir ja nicht wie ein Tipplandesverband kleine oder Ortsgruppen haben. Wir sind halt ein Landesverband und kleinteiliger ist es da nicht. Ich sehe da jetzt auch keinen Sinn, irgendwelche Ortsvereine zu gründen innerhalb unseres Verbands. Das ist so auch nicht vorgesehen. Und deshalb haben wir gesagt, schließt euch doch ein bisschen zusammen zu kleineren Gruppen, so 5 oder 10 Leute. Ihr könnt euch die Arbeit teilen, ihr könnt euch die Fahrten zu Belegstellen aufteilen. Denkt mal drüber nach. Vielleicht muss innerhalb so einer Zuchtgruppe nicht jeder alles machen. Das heißt, nicht alle Schritte müssen von jedem gemacht werden. Es muss nicht jeder Zellen ziehen. Es muss nicht jeder Bienenmasse herstellen oder haben. Teilt euch das auf. Die Fahrten könnt ihr euch aufteilen. Und es gibt ja quasi bei unserer Methode auch diesen Schritt des Infizierens. Das heißt, unsere Testvölker werden mit Varroamilben infiziert, dass wir das dann wiederum auszählen können. Und da braucht man auch sehr, sehr viele Leute. Man braucht sehr, sehr viel Varroen. Und wir brauchen also quasi in den Gruppen nicht nur Bienenzüchter, sondern wir brauchen auch Varroa-Züchter. Der geografische Kontext, ich habe es gesagt, Baden-Württemberg ist sehr, sehr groß. Und wir haben gesagt, hey, wenn da jemand mitmachen möchte, dann ist es uns eigentlich egal, was er für eine Biene hat, was er für eine Unterart hat oder welchem Verband er angehört. Wir sind da prinzipiell offen. Und so haben wir also auch ein paar Leute, die außerhalb von Baden-Württemberg sind, angesprochen. Wir haben ein paar Leute angesprochen, die mit einer anderen Unterart imkern wollen. Denk so, kriegen wir da irgendwie sehr, sehr viele Leute zusammen. Man tauscht sich aus, das ist auch sehr gut. Und ja, dann muss man also nur noch gucken, dass die Leute quasi diese Methodik kennenlernen und quasi ausgebildet werden. Dazu haben wir uns in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen per Teams zusammengeschalten. Wir haben probiert, die Leute mitzunehmen, zu sagen, Achtung, als nächstes kommt dieser Schritt, passt auf, dann und dann braucht ihr diese Sachen und einfach, dass wir die Leute ein bisschen darauf vorbereiten konnten, was da kommt. Wir haben eine Rundmail gestartet bei uns im Verband. Da haben sich dann so 75 Leute gemeldet, die da Lust hatten, interessiert waren. Das fanden wir jetzt also eine sehr, sehr große Gruppe. Und zwar auch klar, dass diese Anzahl nicht bis zum Schluss dabei bleiben wird. Wer schon mal so ein Jahr mitgemacht hat in einer Varroa-Resistenzzuchtgruppe, der weiß, es gibt sehr, sehr viel Arbeit. Diese Arbeit, die kommt natürlich immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann, wenn man nebenher noch Honig macht, wenn man noch schleudern muss. Und Zucht ist natürlich auch immer ein Termingeschäft. Das muss man wissen. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn man da ein paar Gleichgesinnte hat, ja, mit denen man sich da die Arbeit teilen kann. So, Gründe, warum wir das machen. Oder gesagt haben, also es macht uns als Imker besser, weil man lernt sehr, sehr viel in der Varroa-Resistenzzucht über die Milben, über Viren und über das Bienenvolk und die Vermehrung ganz allgemein. Ich denke, wer da mal so ein bisschen reingeschnuppert hat ja, ein bisschen Vorträge gehört hat, der kriegt da mehr mit wie was vielleicht der Standard-Imker draußen so weiß. Man guckt auch ein bisschen genauer hin. Nicht nur sind Stifte drin oder nicht, sondern schaut sich vielleicht auch mal ja, die Form der Brut an, die Verdeckelung der Brut an. Und ja, wenn man so ein Mikroskop nimmt und mal
Zellen öffnet und da mal reinguckt, da sieht man Sachen, die einem sonst als Imker vielleicht auch so ein bisschen verborgen bleiben. Dann der zweite Punkt, es bringt die Sache voran. Die Sache ist, die Varroa-Resistenz in die Breite zu bringen. Ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir dürfen da nicht das Zeug zu sehr verbreiten, weil es sind sehr, sehr hohe Erwartungen an das Material. Deshalb haben wir gesagt, wir sind sehr freigebig mit unserem Material. Wenn Leute Lust haben, dran zu arbeiten, mit dem Material zu arbeiten oder ja auch ja einfach ein bisschen was zu entwickeln, ja. Und wir sind ein Verband, wir leben von der Gemeinschaft und von unseren Treffen. Und Imkern ist ja jetzt nicht gerade eine Mannschaftssportart, sondern eher so eine Einzelsportart. Und deshalb haben wir gesagt, wenn ihr euch ein bisschen zusammenschließt, geht vielleicht auch einfach mal nur zusammen Bier trinken und einen Wurstsalat essen. Das stärkt den Gemeinschaftsgeist. Und ich kann es auch nur betonen, ich bin hier in einer Zuchtgruppe in Ravensburg. Wir sind so 10 Leute hier direkt vor Ort um meine Stadt hier drumherum. Und also wir haben da irgendwie Sachen gehabt. Der eine hat dem anderen irgendwie was mitgebastelt, so Käfige und so. Und es ist immer cool, wenn man sich dann mal schnell irgendwo trifft und hat irgendwie einen Radler im Kofferraum und kann ein bisschen quatschen. Also Gemeinschaftsgeist super gut. Es ist eine Abwechslung, wenn man ansonsten immer eher allein irgendwie auf dem Feld im Bienenstand steht. Ja, dann haben wir gesagt, wir als Landesverband, wir legen Wert drauf, dass gezüchtet wird. Jeder, der züchtet, hilft der Sache an sich. Jeder, der sagt, ich lege Wert drauf, gute Bienen zu haben, ich vermehre von gutem Material und lese da auch wieder die guten Völker aus, die nicht nur die guten Eigenschaften haben, wie Honigleistung und Sanftmut, sondern die guten Völker sind auch oder sind unter anderem die, die wenig Milben haben. Und jeder, der da drauf guckt, egal wie, ist schon mal von Grund auf besser wie einer, der es einfach laufen lässt und sagt, gut, die sind, ich habe wieder Milben oder die sind stechig oder so. Also das Zauberwort heißt einfach ein bisschen zu selektieren. Und dann haben wir auch so gesehen, dass das Thema Zucht von anderen Vereinen oder Verbänden jetzt nicht so wirklich vorangetrieben wurde. Da in der breiten Imkerschaft sind da sehr, sehr viele Wissenslücken. Es gibt sehr, sehr viele Mythen, die da noch weiter verbreitet wurden. Und da haben wir gesagt, wir als Zuchtverband möchten da Anlaufstelle sein und möchten da auch ein bisschen Aufklärung schaffen. Und wir hatten ja immer noch irgendwie so die Hoffnung, dass es bei uns in Baden-Württemberg irgendwie mal wieder ein großes Projekt gibt, wie früher. Und vielleicht schaffen wir das ja mal irgendwann unter Varroa 2033, so ein großes Zuchtprojekt oder ein deutschlandweites Zuchtprojekt zumindest zu schaffen. Und wenn es ein europäisches Zuchtprojekt wäre, wäre es noch viel, viel besser. Und da möchten wir halt einfach, dass unsere Mitglieder fit sind, dass die das Handwerk beherrschen und die Methodik beherrschen und dass wir da einfach mitmachen können und einen großen Teil der Arbeit übernehmen können und da einen großen Impact schaffen können bei so einem großen Projekt. Und natürlich braucht man da Unterstützung. Irgendwie ja, gibt es heutzutage nichts mehr ohne Geld. Das heißt, zudem, dass man ohnehin irgendwie gucken muss, wie man, viele von uns sind Hobby-Imker, wie man da sein Hobby refinanziert, dann muss man halt, wenn man zusätzlich noch Varroa-Resistenz züchtet, einiges an Mehraufwand leisten. Das heißt, man hat mehr Ausgaben, man hat mehr Fahrtkosten und alles. Und da wollen wir die Leute ja auch ein Stück weit zumindest unterstützen oder entlohnen. Man braucht Leute, man braucht Helfer, denen muss man auch irgendwas bieten können. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da irgendwie
ja, ein gewisses Budget haben. Ja? Das heißt, wir haben einfach geguckt in der Wirtschaft, gibt es Sponsoren? Da haben wir welche gefunden, unter anderem Lotto Baden-Württemberg oder die Firma AGP, die uns da ein bisschen unterstützt durch den Verkauf ihres Honigs. Und ja, so konnten wir da auch ein bisschen was anschaffen. Wir haben Mikroskope gebraucht. Wir haben die Prämisse, wir wollen uns also nicht allzu sehr abhängig machen von anderen. Wir wollen, selbst wenn es morgen keine Forderungen mehr gibt, kein Geld mehr gibt, dann wollen wir zumindest weiterarbeiten können, ja. Und so haben wir ein paar Sponsoren gefunden. Wir haben Spenden bekommen von Privatpersonen, von Imkern, aber auch von Vereinen, bei denen Mitglieder von uns Vorträge gehalten haben. Und so konnten wir uns da in letzter Zeit auch schon ein Diskussionsmikroskop in vergangenen 2 Jahren anschaffen. Und damit wir einfach ja, Besamungskurse auch machen können und im eigenen Verband auch Leute zur Besamung ausbilden können. Ja. Es ist so, es gibt nicht viele gute Besamer in Deutschland, in Europa. Und die ganzen Zuchtprojekte, die brauchen diese Besamer alle zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, da gibt es einen Run auf die und man muss da sehr, sehr Glück haben oder gute Connections, um da einen bei sich ja, zu sich ins Projekt zu holen. Und da haben wir gesagt, auch da wollen wir einfach so ein bisschen, ja, Netz haben, in das wir fallen. Das heißt, wir wollen eigene Leute haben, die das haben. Wir haben bei uns im Verband den Matthias Arndt, der die letzten 2 Jahre sehr, sehr gute Quoten haben bei einer Besamung. Wir konnten im letzten Jahr den Kai Stümer bei der Eurobee gewinnen, dass er bei uns beitritt. Und der hat sich bei uns dieses Jahr auch schon enorm eingesetzt. Die beiden haben einen Besamungskurs gemacht, wo sie, ich glaube, es waren 15 Leute ausgebildet haben beziehungsweise eingelernt haben in die Besamung. Wahrscheinlich nach dem ersten Kurs schon der Vollprofi, aber da wollen wir uns einfach in den nächsten Jahren ein bisschen gucken, ja. Und wir haben Kooperationen, wir haben ja sehr, sehr viel Rückhalt bekommen von Berufsimkerverband. Die haben uns da eine kleine Tür geöffnet und da gehen, ja, gilt vielen Dank und Grüße raus an Bodensee runter. Die Person weiß, wer gemeint ist. Und wir haben dieses Jahr bei unserem Projekt auch ganz unkompliziert Hilfe bekommen von der ja, Landesanstalt von der Uni Hohenheim, von der Dr. Lina Fölsch und Dr. Kirsten Trainer. Also es war super. Die haben gesehen, dass wir da ganz umtriebig irgendwas tun und machen wollen und haben da ganz unkompliziert Hilfe geleistet. Das muss man auch sagen. Man schimpft ja immer mal wieder über bei uns im Projekt über die Bieneninstitute. Aber da wollte ich das jetzt auch mal erwähnen, dass es da auch positive Beispiele und Hilfen gibt. Genau, so sah das dieses Jahr bei uns aus. Ich habe gesagt, wir haben uns eigene Mikroskope angeschafft. Das ist eine Anschaffung, die haben wir über viele Jahre hinweg. Wir haben ein paar kleinere Mikroskope gekauft, haben dann auch welche gekauft, wo man dann auch mal große Dadant-Waben auszählen kann. Aber uns war es jetzt mal wichtig, dass wir, wenn wir mit Mini Plus arbeiten, auch einfach mal ja, recht schnell unsere Waben auszählen können. Und wir haben das auch mal, wenn man mal unterhalb vom Jahr mal irgendwie ein bisschen in die Brut gucken möchte, dann haben wir einfach Mikroskope da. Genau, zur Struktur der Zuchtgruppen. Ich habe gesagt, wir wollen nicht nur ein großes Projekt machen, sondern wir wollen kleine Gruppen machen. Da haben wir gesagt, eigentlich ist ja egal, wie viele Leute das sind. Die müssen auch nicht einen eigenen Verein gründen oder sonst was. Da bin ich kein Freund davon.
Ich finde, man sollte sich ja in großen Clustern zusammenschließen. Das heißt, ich finde, da ist so ein Landesverband eine sehr, sehr gute Größe. Als Landesverband hat man noch den Draht ganz nach unten, aber also bei uns, bei BAGFAST Süd, wir sind ja Teil der GdB, der Gemeinschaft der europäischen BAGFAST-Imker. Wir haben aber auch den Draht ganz nach oben und sind da auch recht gut vernetzt mit den anderen Landesverbänden. Und deshalb haben wir gesagt, wenn ihr euch da so zu kleinen Gruppen zusammenschließt, schaut, dass es so vielleicht 5 oder 10 Leute sind. Wenn die Gruppen zu groß werden, dann teilt euch vielleicht in der Zukunft dann auch wieder auf. Das hätte so einen Zellteilungseffekt und würde dann quasi auch so diese Arbeit immer mehr in die Breite gewinnen. So hoffen wir, dass wir da immer mehr Leute finden, die sich unseren Gruppen anschließen und ja, unserem Projekt auch anschließen und mitmachen. Wir haben gesagt, wir wollen da jetzt kein Dogma ausrufen, sonst soll halt an die Situation angepasst sein. Und wir haben ein paar ja, weiße Stellen, wo wir nicht so viele Mitglieder haben, aber irgendwie so Pi mal Daumen hat es immer gepasst, dass wir die zusammengebracht haben. Da muss natürlich innerhalb so einer Gruppe halt auch das Vertrauen stimmen. Es muss die Chemie untereinander stimmen. Das ist ja ganz klar. Wenn man sich die Arbeit aufteilt, muss man sich auch so ein bisschen aufeinander verlassen können. Es gab dann auch irgendwie so Situationen, dass dann Leute sich dann nochmal aufgeteilt haben oder gesagt haben, ja, mit dem kann ich jetzt vielleicht nicht so. Und dann habe ich gesagt, hey, dann guckt, teilt euch auf. Macht es einfach so, dass es euch Spaß macht, zusammenzuarbeiten und dass ihr euch aufeinander verlassen könnt. Ich wollte nur einen Ansprechpartner pro Gruppe haben, ja, dass das alles mit der Kommunikation ein bisschen einfacher ist. Das werden wir auch im nächsten Jahr weiter so handhaben und ja, das ist ganz gut. Und man hat gesehen, die Gruppen, die so einen Klassensprecher hatten, die haben sehr, sehr gut funktioniert. Da, wo ihr jetzt halt keiner irgendwie Verantwortung übernehmen wollte, da war es dann eher schleppend und beim einer oder anderen ist dann natürlich auch jemand in eine andere Gruppe dann wiederum abgewandert. Aber das ist so, wir haben gesagt, das ist wie bei der Zucht auch ein Selektionsprozess. Die wollen, die werden dann auch irgendwas schaffen und dabei bleiben. Wir haben gesagt, ihr solltet euch gelegentlich auch mal treffen können oder zueinander hinfahren können. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass man da riesige Distanzen hat und sich nur online trifft. Also schaut, dass es da auch eine gewisse Nähe gibt. Das kommt man fast immer so machen. Wir hatten einen Kollegen in Karlsruhe, der ist dann halt, der muss jetzt halt ein bisschen weiter fahren und da hoffen wir, dass wir da auch im Badischen ein paar Leute mehr zukünftig gewinnen können. Was uns sehr gut geholfen hätte, wäre der Vortrag gewesen, den der Paul letzthin gemacht hat. Den fand ich sehr, sehr gut mit den Arbeitspaketen. Das werden wir so einfließen lassen zukünftig. Also es war jetzt dieses Jahr bei uns so, dass vielleicht schon sehr, sehr viel Arbeit auf wenigen Schultern dann auch lag, vor allem in der Planung und ja, das war so eine Handvoll Leute, die das Projekt getragen haben. Und da möchten wir auch im nächsten Jahr mehr Verantwortung an die Zuchtgruppen abgeben, dass vielleicht der eine so eine Aktion plant, eine Besamungsaktion oder sonst irgendwas. Viele Aktionen waren dann halt im großen Projekt. Das heißt, wir hatten eine große Besamungsaktion in Tachenhausen bei der Hochschule Nuttingen. Und ja, und das Einzigste, oder wo wir gesagt haben, das macht keinen Sinn, ist diese Infizierungsaktion, wo man Milben sieht. Das macht keinen Sinn, irgendwelche Völker rumzukarren, nur um Milben zu sieben und die dann irgendwie die Testvölker zu besamen. Da ist der Stress viel größer. Das heißt, das haben wir vor Ort in den einzelnen Gruppen dann auch gemacht. Wir haben gesagt, wir sind da auch relativ großzügig mit Material. Also eigentlich ist es so, wir wollten gucken, was
also unsere eigenen Völker auch ein bisschen durchscannen. Was haben wir da an Zeug schon da? Viele von uns züchten ja schon mehrere Jahre und haben von unseren Vereinsmüttern umgelauft oder haben bei guten Züchtern Material gekauft. Da haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, dass das alles, was wir in der Kiste haben, nichts ist. Wir gucken da jetzt erstmal rein. Und wer halt nichts hat oder nur standbegattetes Zeug und mit gutem Material starten möchte, dem helfen wir dann natürlich auch, ja. Wir haben aber gesagt, wir möchten, dass ihr was aus eurem Material macht. Geht auf Belegstellen. Wir haben hier eine sehr gute in Baden-Württemberg. Wir haben in den angrenzenden Bundesländern zum Teil auch sehr gute. Bayern unten, das ist auch nicht allzu weit von Baden-Württemberg. Es gibt Richtung Norden hoch welche. Ja, auf jeden Fall geht auf eine Belegstelle. Wir haben nicht vorgegeben, auf welche. Sucht euch das raus. Vielleicht habt ihr ja irgendwas, was euch anmacht oder was euch passt. Wir haben gesagt, ihr könnt so 5 SDI-Königinnen machen. Wir wussten jetzt nicht genau, wie unsere Besamungskapazitäten sind. Es war dann so, dass manche ein bisschen mehr machen konnten. Und ja, ich finde, das ist eine gute Anzahl mal fürs erste Jahr, um zu lernen, wie geht es. Wenn man Rückschläge erleidet, sind die Rückschläge nicht zu groß. Ja, dann zahlt man nicht zu viel Lehrgeld. Aber ja, man hat mal was und lernt. Wenn man natürlich jetzt von 5 Königinnen selektieren muss, dann ist die Auswahl jetzt natürlich nicht allzu groß. Das ist natürlich klar. Und große Züchter sagen, mach erst mal 50 und dann selektierst du erst. Aber wie gesagt, unser Fokus war dieses Jahr, die Leute sollten lernen, sollten ausgebildet werden. Und wenn sich, ja, wenn sich fünf Leute mit 5 SDI-Königinnen zusammenschließen, dann ist das auch eine große Anzahl und ja, ein bisschen auch die Idee dahinter. Schließt euch zusammen, wenn ihr kleiner seid, teilt euch auf und dann seid ihr auch ein großer Betrieb. Also so ein bisschen die Idee dahinter. Es hinkt zwar jetzt ein bisschen, aber es ist besser, ja, wie aus einer kleinen Anzahl rauszuselektieren. Wir haben gesagt, vielleicht kann der eine oder andere auch mal ein Impulsvortrag machen oder kann in diesen Online-Schulungen mal ein bisschen was machen oder seine Erfahrungen preisgeben. Das haben wir probiert. Das ist so, dass es vielleicht besser ist, dass wir das vielleicht jetzt so über den Winter auch machen mit den Impulsvorträgen, weil ja die Zeit tickt im Sommer doch ganz schön. Genau, und was natürlich schön wäre, wenn ihr nicht nur irgendwie eure eigenen Bienen macht, sondern dass ihr vielleicht auch mal ein paar Bienen macht, die ihr wieder ins Projekt zurückfließen lassen könnt oder dass ihr Drohnenvölker aus euren Bienen dann im nächsten Jahr macht, die ihr dann einbringen könnt. Und genau, dass es nicht nur einfach nur ein Nehmen ist, sondern dass man da ins Projekt auch wieder ein bisschen was zurückgibt. Und genau, wie gesagt, Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen ist natürlich mehr wie erwünscht, gerade an so einem Besamungstag oder bei einer Besamungsaktion braucht man sehr, sehr viel Helfer. Man braucht Leute, die fürs Essen sorgen, die an Grill stehen. Und bei einer Auszählaktion braucht man natürlich ganz, ganz viele Helfer, die da selbstlos dann auch ja, mithelfen. Aber ja, man braucht auch Leute, die denen auch wiederum irgendwie was geben können. Vielleicht freuen die sich dann auch, wenn sie eine Königin kriegen oder Zuchtstoff oder sonst irgendwas, für das, dass sie beim Auszählen helfen. Was wir gesagt haben, was uns wichtig ist, wir verabreden unter uns die Apimondia Open Source Erklärung, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, weil es ja auch in der Zuchtordnung von der GDB, von der Gemeinschaft der europäischen Backfastimker, mit aufgenommen wurde vor 2 Jahren. Und wir vereinbaren für uns eine nicht kommerzielle Nutzung für 2 Generationen. Das heißt, wir wollen nicht, dass irgendeiner zu irgendeinem zum Umlaufen kommt und da gutes Material kriegt. Und dann finden wir das ein Jahr später auf eBay Kleinanzeigen, Königin
zu verkaufen, VSH für 30 Euro oder so wird es dann verramscht. Also wir wollen schon, wenn jemand Zuchtstoff kriegt von einem anderen, dass er damit arbeitet und auch länger damit, ja. Weil ich finde, wenn jemand gezüchtet hat und guten Zuchtstoff hat und dann so nett ist und den abgibt, dann ist der Zuchtstoff auch was wert und dann ist es eine Wertschätzung, ja. Dann wird das nicht verhökert oder verramscht oder verkauft, sondern dann wird damit gearbeitet. Generell auch, ich denke, so ziemlich jedes Projekt ist Anlaufpartner, wenn jemand ja, mitarbeiten möchte und ja, da sich einbringen möchte. So, was machen wir so? Es ist jetzt, wie gesagt, kein kompletter Lehrgang, wie mache ich Varroa-Resistenz. Wir haben uns da sehr, sehr nah an das Arista-Protokoll gehalten, sehr, sehr nah an das ZBI-Protokoll. Und das heißt, wir haben mit SDI, also mit Singletron, mit Singletron besamen gearbeitet, das heißt mit einer Königin, die von einem Drohnen besamt wurde. Wir haben aber auch Multidrohnen-Besamung gemacht, einfach wenn wir gesagt haben, die SDI sind schwer zu überwintern und wenn man es nicht schafft, die zu überwintern, dann hat man wenigstens noch irgendwie ein paar gute Königinnen durch die Multidrohnen-Besamten. Und so könnte man auch ja einfach nur Bienen oder Zuchtmaterial mit ins nächste Jahr nehmen, was wir ein bisschen später im Jahr bekommen haben. Genau, also wir haben angefangen, haben unsere Begattungskästchen umgebaut für die künstliche Besamung. Das muss man ein bisschen anders machen, wie wenn man auf eine Belegstelle geht. Möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Wir haben unser Zuchtjahr geplant, wir haben umgelauft. Wir haben Zellen gezogen, wir haben ja Königinnen gemacht, haben die dann besamt. Wir haben sehr, sehr viel gutes Drohnenmaterial gekriegt vom Matthias Arndt und von anderen auch und haben mehrere Besamungstermine gemacht. Wir haben unsere Völkchen dann aufgezogen, haben die mit Milben infiziert, haben dann mit den Mikroskopen ausgezählt und haben da davon nachgezogen. Teilweise haben wir das schon vor der Auszählung gemacht, ein bisschen auf Verdacht. Und wir haben jetzt nochmal ein bisschen, ja, bisschen nachbesamt. Wir haben das Glück, dass wir bei Matthias noch sehr, sehr gute Drohnen hatten und die letzte Besamung wurde heute gemacht, wo wir jetzt einfach mal gucken wollen, ob das so spät noch klappt. Genau. Jeder kann mit einsteigen in so einer Zuchtgruppe oder in unserem Projekt. Es gibt, ihr seht es ja selber hier, einen Haufen Arbeiten, die übernommen werden können. Und genau, das wollen wir ja so mit den Arbeitspaketen auch so ein bisschen besser koordinieren in den nächsten Jahren. Genau, beim Umlaufen. Haben wir auch gesagt, wir werden auch im nächsten Jahr ein bisschen Hilfestellung leisten. Wir als Landesverband machen jedes Jahr immer drei Zucht- bzw. Vermehrungskurse für Anfänger. Und ja, das ist also auch eine gute Chance, irgendwie mit gutem Material einsteigen zu können. Genau, und so sieht es dann aus, wenn wir zur Besamung fahren. Wir haben da so Mini-Plus-Kästen, ja, die quasi ein Absperrgitter drin haben, nicht ein Drohnenabsperrgitter wie auf der Belegstelle, sondern ja, dass die Königin nicht raus kann, bis sie besamt wird. So, das sind so ein bisschen so Anweisungen, die wir rausgegeben haben und haben auch gesehen, die Fehlerquote war da schon relativ groß. Das heißt, die Leute müssen da sehr, sehr gut drauf geschult werden und vorbereitet werden. Das heißt, wir werden in Zukunft einfach besseres Schulungsmaterial geben. Das Ganze müssen wir irgendwie schriftlich haben. Vielleicht schaffen wir es da auch, Videos zu produzieren. Das ist natürlich jetzt auch so ein Zeitfaktor. Andere Gruppen haben schon ein Methodenhandbuch.
Und was ich fände, was wir eigentlich brauchen würden, wäre Deutschland flächendeckend, wären Anleiter, Leute, die sich da auskennen und die Leute schulen können. Wie wir das machen, wissen wir noch nicht, aber ich möchte es jetzt einfach mal in den Raum stellen. Ich fände es ganz gut, wenn wir das bei Varroa-Resistenz 2033 machen könnten, dass wir da die Leute ausbilden könnten, aber es könnte auch in den Dachverbänden irgendwie ganz gut angesiedelt sein. Wie auch immer, wer das macht, wer die Leute ausbildet. Aber wie gesagt, das ist das A und das O. Wenn die Leute da mitmachen in so einem Projekt und dann irgendwie Geld ausgeben für die Besamung und dann klappt es nicht, weil handwerklich irgendwelche Fehler gemacht werden, dann ist es natürlich ein großer Rückschlag und dann überlegen die sich das halt, ob die das zukünftig noch machen. Genau, und dann haben wir gesagt, wir wollen ja auch Kooperationen eingehen und da fanden wir es sehr, sehr cool, dass wir da unter anderem mit dem Imkerverein oder mit dem Bezirksimkerverein aus Biberach eine Kooperation eingegangen sind. Die haben von uns Zuchtstoff bekommen, ausgegeben. Und sind zu unserer Besamungsaktion gegangen. Wir haben noch so ein bisschen spätere Besamungsaktionen gemacht und haben sich da quasi Bienen machen lassen, die im nächsten Jahr quasi als Drohnenvölker auf ihrer Anpaarungszone stehen. Das finden wir mega gut und das ist natürlich unterstützenswert und da kam auch sehr, sehr viel von diesem Verein wieder. Wie gesagt, wir haben auch Vorträge in anderen Vereinen gehalten und auch vom Ellwanger Verein haben sehr, sehr viele Leute mitgeholfen. Und das ist uns, wie gesagt, wurscht, aus welchem Verein jemand kommt. Wir sind da offen. Wir müssen in dieser Varroa-Resistenzzucht am gleichen Strang ziehen und nicht nur am gleichen Strang, sondern auch in dieselbe Richtung. Das ist vielleicht das, woran es in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen gehapert hat. Also sind wir da offen und wer da was machen möchte, wir sind da bereit, die Arbeit zu teilen, aber auch den Erfolg. Genau, das war jetzt halt so eine kleine Gruppe, die halt zu dem Zeitpunkt gerade da war. Da kam eine Zeitungsjournalistin. Ja, genau. Da hat man dann sogar den Matthias Engel da zur Besamung. Das Ganze läuft schon sehr, sehr professionell ab. Genau. Wir haben auch gesagt, kommt auch zur Besamung, auch wenn ihr jetzt die Völker nicht auszählen lassen wollt. Aber es ist eine gute Möglichkeit, wenn ihr jetzt die Königin testen wollt mit mehreren Drohnenlinien, dass er sagt, ich besame jetzt mal mit mehreren Drohnenlinien, ich probiere das mal aus, was kommt da gut? Da müsst ihr nicht auf 4 Belegstellen fahren, sondern über die künstliche Besamung kann man das sehr, sehr gut machen. Das ist auch nicht arg viel teurer und genau die Leute, die dann ihre Völker auszählen haben lassen, die haben dann die Kosten für die Besamung wieder zurückbekommen, wenn quasi Datensatz erstellt werden konnte dann bei der Auszählung. Rest habe ich glaube schon erzählt. So sah das dieses Jahr aus. Wir hatten ziemliches Mistwetter. Ihr seht es an dem Pavillon über den Drohnenvölkern. Das war das schlechteste Wochenende, das wir uns hätten raussuchen können. Dann Tachenhausen auf dem Hofgut gab es unten im Tal Überschwemmungen. Abends nach dem letzten Tag sind die Leute teilweise auf dem normalen Weg gar nicht mehr heimgekommen und müssten dann über irgendwelche Feldwege ganz abenteuerlich wieder zurückfahren. Aber unsere Besamer haben sehr gute Arbeit geleistet. Das hat größtenteils sehr, sehr gut funktioniert mit der Begattung. Also großes Lob an die Besamer. Hier seht ihr Kai Stümer. Und unten rechts, der ist jetzt bei mir verdeckt, der Matthias Arndt. Genau. Das Infizieren der Testvölker haben wir, wie gesagt, hat jede Gruppe bei sich zu Hause gemacht. Da haben wir echt gesehen, es hat mit den
mit den Milden gereicht, aber auch da können wir noch Leute brauchen, die uns da mithelfen. Das heißt, wir brauchen nicht nur Leute, die züchten, sondern auch Leute, die vielleicht sonst irgendwie irgendwelche Tätigkeiten übernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genauso wichtig wie es Züchten, weil es ansonsten nicht vorangeht. Hier haben wir auch ein bisschen experimentiert. Das ist jetzt ein Bild vom letzten Jahr, aber dieses Jahr haben wir verschiedene Milbensauger gebaut, mit denen wir quasi die Milben aus dieser Puderzucker-Milbenmischung raussaugen konnten, dass wir sie leichter zählen können. Also es ist auch ein bisschen Bastelarbeit. Wir haben so ein bisschen Deckel für die instrumentelle Besamung gebaut und Leute mit Kreissägen und holzhandwerklichen Tätigkeiten sind da natürlich auch immer gefragt. Genau, so haben wir die quasi dann heim zu unseren Völkern transportiert in so feuchten Cevas. Da kann man die auch mal in eine Tupper-Schüssel reintun und auch mal ein paar Minuten dann nach Hause fahren. So haben nochmal unsere Auszählaktion. Ja. Ich denke, das Prozedere kennt ihr. Ich möchte jetzt nicht genau erklären, was man da macht. Das kann man bestimmt mal in einem anderen Vortrag tiefer behandeln. Wir haben 110 Testvölker dieses Jahr gemacht. Ich denke, das ist von der Anzahl her ganz okay für so ein Projekt mit sehr, sehr vielen Anfängern. Wir haben auch gesagt, uns geht es jetzt erstmal nicht um die Größe, sondern es geht darum, einfach von Jahr zu Jahr besser zu werden. Und wenn wir unsere Ziele zu hoch stecken anfangs, dann ist vielleicht die Arbeit für viele Leute zu viel. Da müssen wir gucken, dass wir die Leute nicht überfordern. Und wir haben auch eigentlich sehr, sehr viele im Verhältnis dazu, sehr, sehr viele Königinnen einfach nur besamt, um Material zu halten und auch, dass die Leute einfach mal auch sehen, wie ist es denn mit sehr, sehr guten Königinnen zu arbeiten, dass sie das mal erfahren, dass sie da ja ein Gefühl dafür kriegen, wenn sie das bisher so nicht hatten. Und genau, wir haben auch Zellen ausgegeben, deswegen einfach, wenn wir da gehofft haben, dass da die Leute was machen. Wir haben 35 Helfer, die selber nicht gezüchtet haben, sondern die einfach nur geholfen haben beim Auszählen. Und auch das finde ich erstaunlich, die da ein, zwei oder drei Tage geopfert haben. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Die Leute haben alle keine Zeit. Und ja, das ist in dem Fall von hier aus echt ein großes Lob an alle, die mitgemacht haben. Und wie gesagt, das ist eine Teamleistung bei uns gewesen. Die Organisation, da waren ganz viele im Hintergrund, die irgendwelche Stellschrauben gedreht haben, die irgendwas vorbereitet haben, die irgendwas besorgt und eingekauft haben. Das sind Sachen, das muss sehr, sehr gut organisiert haben. Ich empfehle dann nochmal Paws Beitrag mit den Arbeitspaketen. Und ja, und ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr dran anknüpfen. Unser Motto ist, wir wollen einfach besser werden und da vielleicht dann auch die Leute ja, anstecken, da einfach ein bisschen mitzumachen und sich für Varroa-Resistenz zu interessieren. Genau. Was immer noch so ein bisschen das Problem ist, man muss von diesen SDI-Königinnen nachziehen und auch da wäre es ganz gut, wenn das nicht nur einer macht, sondern dass man da auch Leute hat, die einfach sagen, ich ziehe einfach mal spät nochmal nach und halte das Material einfach auch über den Winter. Es kann ja immer was passieren, Bienenvölker werden geklaut, es klappt dann halt doch nicht mit der Überwinterung und so kann man quasi das Risiko auch auslagern, quasi wie in der IT so ein ausgelagertes Backup, dass man das einfach Leuten gibt, die denen man vertrauen kann und die da einfach auch nochmal mithelfen. Genau. Wir haben gesagt, wie gesagt, unser Hauptaugenmerk liegt auf VSH. Warum auf VSH und nicht auf irgendeinem anderen Hygienemerkmal? VSH kann man halt sehr, sehr gut ja, messen. Das kann man mit zum Beispiel Grooming
nicht, ja. Also wie will man das messen? Und mit dieser Auszählmethode hat man einfach einen Wert. Ja, das war uns halt wichtig, dass wir das auch irgendwie belegen können. Und genau, wir wollten einfach ein dezentrales Zuchtgruppenprojekt. Das haben wir somit. Das wächst weiter. Das wird sich weiter aufteilen. Wir haben eine aktive Zusammenarbeit und ich glaube, der Lerneffekt dieses Jahr für alle, die zum ersten Mal mitgemacht haben, war sehr, sehr groß. Und ja, nächstes Jahr geht man da sicherer an die Sache ran. Und genau, wir haben da jetzt, denke ich, einen ganz guten Grundstock geschaffen für das, was da in Zukunft kommt. Wir werden fit sein für Varroa-Resistenz 2033 und was auch immer da kommt. Und ich hoffe, wir schaffen es da, ein sehr, sehr gutes Projekt vielleicht in ein paar Jahren auf die Beine zu stellen. Genau, und wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass wir so eine Multiplikatoren-Schulung brauchen. Wir brauchen sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Die Leute, die sich sehr, sehr gut bisher mit der Materie auskennen, die sind natürlich selber sehr, sehr stark beansprucht, entweder in ihren Betrieben oder in ihren Projekten, ja. Da braucht man einfach Unterstützung. Wir können nicht immer nur auf die paar Leute zurückgreifen, die es momentan gibt. Wir müssen das Wissen teilen, wir müssen die Leute ausbilden und wir müssen sehr, sehr gute Anleitungen machen. Wir müssen sehr, sehr gute, sehr, sehr gute, sehr, sehr, sehr gutes Material zur Ausbildung produzieren. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal die Arista erwähnen, die früher in unserem alten Projekt mit unterstützt hat und ohne die das Ganze nie so weit gekommen wäre hier bei uns bei BAGFAS Süd. Es ist einfach eine Methodik, die ist sicher und viele oder eigentlich fast alle, die diesen Schritt, diesen Weg gewählt haben, haben da innerhalb von wenigen Jahren sehr gute Erfolge zielen können. Und ich hoffe, dass wir da alle irgendwie zueinander finden, egal aus welcher Zuchtrichtung wir kommen, aus welchem Verband und dass wir da uns gegenseitig austauschen und vielleicht auch Wege gehen, die aber parallel laufen und dass wir uns da sehr, sehr gut, verständigen und miteinander klarkommen und austauschen. Und ich freue mich auf die nächsten Konferenzen, die da anstehen, auf die nächsten Symposien und freue mich auf den Austausch. Die Kollegen von der AGT, die da heute zuhören, die verzeihen es mir jetzt vielleicht, dass ich jetzt auf ihren Weg nicht so eingegangen bin. Aber wie gesagt, das waren jetzt sehr subjektive Erfahrungen von mir, von unserem Verband und ich möchte das, was die in ihren Projekten tun, nicht kleinreden oder schlecht reden. Aber wie gesagt, wir haben da so einen Weg und die Leute, die das in unserem Verband seit vielen, vielen Jahren machen, die haben da sehr, 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 sehr gute Erfolge damit erzielt. Und so denke ich, werden wir das jetzt erstmal beibehalten und werden da jetzt keine großen Experimente machen, weil wir nicht riskieren können, dass wir im zweiten Jahr von unserem Projekt schon große Rückschläge erleiden. Das war's von meiner Seite. Die jetzt relativ neu in diese Thematik reingeschnuppert haben, sich da weiter drüber informieren möchten. Es gibt da im Internet sehr, sehr viel gutes Material auch. Man muss halt ein bisschen suchen. Bei uns auf der Seite von Varroa-Resistenz 2033 probieren wir da sehr, sehr viel Infos zu bringen. Schaut euch bei den Montagsimkern den Vortrag von Ludger an, der erklärt es mit VSH und SMR und was es da alles gibt. Sehr, sehr gut. Lest das Buch von Paul. Ich kann sagen, ich habe schon einen Vortrag von ihm, einen langen Vortrag gehört vor einigen Jahren und habe da sehr, sehr viel gehört. Ich habe es damals vielleicht noch nicht so verstanden, weil ich nicht in der Situation bin, wo ich heute bin. Ich bin froh, wenn ich wieder die Gelegenheit habe, Paul zu hören.
Es gibt auch andere, die sehr, sehr gute Vorträge machen. Es gibt auch das Buch von Matze Engel. Und wie gesagt, ihr müsst da ein bisschen schauen, was es da gibt und müsst da ein bisschen suchen. Aber die Methodik ist da, wie man das schaffen kann. Wir müssen es eigentlich nur tun. Und wenn ich immer gefragt werde, schaffen wir es bis 2033 mit der Varroa-Resistenz? Dann ist meine Frage, meine Antwort halt immer noch, ja, wenn wir es nicht angehen, dann schaffen wir es natürlich nicht, ja. Und in dem Fall hoffe ich, dass ihr da die Message weitertragt in eure Gruppen, in eure Vereine und euch da anschließt, wenn es irgendwas gibt bei euch in der Nähe. Das muss nicht bei uns sein. Es gibt sehr, sehr viele andere Landesverbände, die da was tun, GdB-Landesverbände, es gibt auch DIP-Landesverbände, die da was tun, die AGT gibt es auch in verschiedenen Landesverbänden. Wichtig ist, man muss was tun und schließt euch da den Leuten an, die euch sympathisch sind, wo ihr meint, die bringen euch weiter und dann macht Spaß, dann könnt ihr auch zusammenarbeiten und den Erfolg zusammen teilen. Dankeschön. Chris, vielen Dank. Das war ein super Vortrag und ich denke, das war ein großartiger Einblick in die Arbeit, die ihr dieses Jahr geleistet habt.